Während mein Premiere gerade die Audiospitzen berechnet, habe ich schon erfolgreich einen kleinen Hubschrauber gebaut, der ist aber am Esstisch. Und ich habe schon erfolgreich ein paar Videos geschnitten, ich war gestern Abend fleißig, habe ein paar aufgenommen und geschnitten und gerendert und die sind schon auf YouTube vorgemerkt. Jetzt schneide ich noch eines, das schon länger geschnitten hätte werden sollen und dann werde ich mich ins Kindergarten begeben. Das ist der große Plan, die Kinder sind weg! Ja, Schule, Kindergarten, von und zu, zack, zack. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwo. Ach, falsch. In diesem Sinne, ich bin der alte Knacker Schmatz aus dem Rostingstädtchen der Lenkbach im Wienerwald. Und das ist unser Coronavirus-Tagebuch. Ich kann es nicht mehr lesen. Der Neulenkbach, 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 Neulenkbach. Flock, Flock, Flug, 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 Neulenkbach, Flug. Meine liebe Frau ist aus dem Dienst zurück und die Freude ist groß und sie hat keine Hemmungen gehabt und hat sich jemanden eingeladen, um ihn zu fragen, was das kostet, wenn man den Hof neu macht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es Beton und zwar Beton so richtig, so mit rausreißen und neu machen gibt es den Beton. Es gibt die Möglichkeit zu asphaltieren. Ich muss das Tür nur zumachen, ihr versteht. Es gibt die Möglichkeit zu pflastern. Ja, und dann hat sie gleich nach dem Preis gefragt und hat gesagt, das kann ich mir nicht leisten. Meine Frau ist eine ganz liebe. Aber 500 Quadratmeter pflastern, das ist natürlich eine schwierige Sache. Aber nicht unmöglich. Bin gespannt, wie da die weiteren Pläne sind von meiner lieben Frau. Ich würde sie nicht stören. Das ist natürlich die Frage, will man asphaltieren oder will man pflastern? Was macht man für ein Kasperltheater? Es gibt unterschiedlichste Variationen. Ich war im Kindergraben und ich muss jetzt ganz direkt sagen, ich bin gerade nicht euphorisch. Im Kindergraben bin ich gerade beim Jahr 2007 und 2006, 2006 und 2007. Und da ist es dann doch so, dass echt viele Sachen fehlen, also diese ganzen Eraser. Und wenn ich so schaue, was jetzt noch so alles rot ist in der Excel-Tabelle, au weh, kann ich da nur sagen, au weh, au weh, au weh. Da werden wir schauen, wie wir weiter tun werden. Jedenfalls viel Arbeit, die da noch vor mir ist. Ja, ich hole mal meine Kinderchens ab. Hab gestern einen Schlussstrich gezogen gegen das unter das Fehlverhalten von einem jungen Mann, der seine Aufgabe verweigert. Und ich habe gesagt, okay, dann machst du deine Aufgabe nicht. Habe ihm verboten, die Aufgabe zu machen. Und dafür gibt es halt entsprechende Konsequenzen, wenn er das nicht tut. Mal schauen, ob er irgendwann wieder motiviert ist, was zu tun. Im Moment schaut es ja nicht sehr gut aus. Aber die Hoffnung stirbt entsetzt. Das ist das Motto. Danach gehe ich jetzt wieder ins Kindergarten, werde da ein bisschen weiter rumwurschteln und dann werde ich mir überlegen, was ich als Kindergarten-Update mache diese Woche. Es wäre gut, wenn ich ein bisschen putzen würde, nur das mit dem Putzen, das ist immer so eine Sache. Das Putzen, das muss man wollen und wenn ich was nicht will, dann ist es Putzen. Wisst ihr das bei euch? Putzt ihr gerne? Also ich hasse es. Boah. Am liebsten wäre mal alles selbstreinigend. Ich hätte auch gerne eine Küche, die man in den Geschirrspüler geben kann. Wenn man die Küche in den Geschirrspüler gibt, dann braucht man sie nicht putzen. Ihr wisst, was ich meine. Braucht man nur mehr den Geschirrspüler putzen. Das kann ja nicht das große Problem sein. Machen wir ja jetzt auch. Ja, essen werden wir heute wieder Semmeln. Ich habe die Tiefkühltruhe eröffnet und die Semmeln rausgeholt, die wir vor ein paar Wochen gekauft haben. Die werden wir uns heute aufbacken. Es ist überraschend nicht warm, es ist nämlich kaltwindig, obwohl es geheißen hat, es soll heute sehr warm sein. Und für einen erfahrenen Knacker wie mich ist das natürlich ein Problem, wenn es nicht warm ist. Wir werden das hinbekommen. Ich halte euch am Laufenden, melde mich wieder, wenn wir essen, spätestens, und dann schauen wir weiter. Ich habe gerade ein sehr amüsantes, nein, aufregendes Telefonat mit jemandem vom Wanderverein geführt. Denn die Stadtgemeinde ist der Meinung, dass der Wanderverein dafür zuständig ist mit diesem Weg, der da über unser Grundstück geht. Wir haben folgendes Thema bei diesem Weg.
Die Leute gehen über diesen Weg, okay. Diese Leute gehen mit Hund, okay. Diese Leute gehen mit Hund ohne Leine, nicht okay, weil meine Pferde daneben steht und mein Grund. So, auch nicht okay, Mist hinterlassen. Überhaupt nicht okay für mich, passt gar nicht. So, Ziel, Wanderweg an die Grundstücksgrenze, also an den Rand des Grundstücks oder Weg, damit die Verschmutzung nicht so verbreitet ist und ich das mit diesen Hunden nicht so aufregt. Nebenbei bemerkt, wäre es dann auch kürzer über das Grundstück. Der Herr telefoniert mit mir und erklärt mir, dass der Wanderverein das Wegerecht hat und von uns so überhaupt und das mit der Leinenpflicht, das ist nicht so klar, denn das ist gar nicht so, da braucht man gar keine Leine nehmen. Und da bin ich ein bisschen unrund geworden. Meine Frau hat es miterlebt und dann habe ich mir das mal durchgelesen und ich habe festgestellt, dass für die Verlegung des Weges überhaupt kein irgendwas notwendig ist, den brauche ich nur verlegen, sofern er danach nicht neben einer Bundesstraße ist oder enorme Erschwernisse dazukommen, ist es überhaupt keine Diskussion. Natürlich ist das so. Kann ja nicht sein, dass die Leute irgendwo auf deinem Grundstück herumrennen dürfen und selbst entscheiden, wo sie es tun. Wobei, das dürfen sie im Wald. Es ist eine sehr interessante Rechtsauslegung und man muss echt überlegen, ob man nicht vielleicht doch irgendwie sich Richtung Russland begeben will, wo vielleicht die Gesetze nicht ganz so eigenartig sind wie in Österreich. Man erinnert sich an Leute, die auf Weiden von Kühen attackiert werden. Nein, Agnes. Und dann das Thema ist, dass der Halter der Kuh Schadenersatz zahlen muss, weil jemand auf seinem Grundstück eine Kuh provoziert. Es ist ein bisschen eigenartig. Wie ist das bei euch? Gehen bei euch auch die Leute durch den Garten? Dürfen die das und wissen das so? Schreibt mir das mal drunter. Oder noch besser, ruft mich an. Meine Nummer steht auf der Homepage. Die Laune ist noch schlechter geworden inzwischen. Es gibt Semmel mit Ei, Käse, Rollino und Mayonnaise. Jetzt essen wir mal, dann schauen wir, ob es wieder besser wird. Mit schlechter Laune ist nicht gut Video machen. Drum sage ich euch jetzt mal die Covid-Zahlen und Fakten. Und wenn das erledigt ist, sage ich euch noch gute Nacht. So machen wir das. Covid-Zahlen und Fakten vom 29.04.2021. Wir haben 1995 laborbestätigte Fälle, 33 Verstorbene und 2549 Genesene. Wir haben 161,5 als 7-Tages-Inzidenz, 612.728 laborbestätigte Fälle, 38.727 aktive Fälle, 1.270 im Spital ohne Intensiv, 519 auf der Intensiv, 31.317.709 durchgeführte Testungen, 9.936 Verstorbene und 564.065 Genesene. Die letzten 4 Tage im Vergleich. Am 25.04. hatten wir 1.601 laborbestätigte Fälle. Am 26.04. 1.952 laborbestätigte Fälle, am 27.04. 2.349 laborbestätigte Fälle und am 28.04. 2.063 laborbestätigte Fälle. Schon wieder ruft mich jemand an, und zwar eine 043-6223-42015. Einmal klingeln, das ist praktisch täglich. Man kann natürlich nicht zurückrufen, denn es ist eine gespoofte Telefonnummer. Das ist große Freude. Da wird man so richtig zwider und denkt sich, oh, warum trat das keiner ab? Ja, wie beschildert, meine Laune ist gerade sehr schlecht, weil dieses Start mit diesen Rechtsgeschichten da mich manchmal so richtig anzipft und vor allem die Ignoranz der Menschen und von uns überhaupt. Und deshalb mache ich jetzt Schluss mit diesem Video und hoffe, dass morgen die Laune besser ist. Vielleicht nach 25 Stunden Schlaf. Schauen wir mal. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann morgen auf diesem YouTube-Kanal.